Hi zusammen, heute gibt es ein absolutes Special, weil ich bin heute hier in Österreich in St. Florian bei meinem sehr guten Freund Christoph Pausek, auch ein absolut bekannter YouTuber, falls er euch noch nicht bekannt ist. Jetzt auch noch nach dem Video auf seinem Kanal mal schauen, ich verlinke ihn natürlich auch gern. Der Christoph, wie gesagt, seit 25 Jahren schon Pro, kennt sich ganz gut aus in dem Spiel und ich nutze jetzt die Chance, wenn ich schon mal da bin, dass wir zusammen ein Video machen und zwar unsere drei Top-Tipps für euch. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch sogar dabei, dass ihr sagt, ah, das ist auch mein Fehler, was könnte ich dagegen tun? So, lieber Christoph, also vielen Dank, dass ich erstmal da sein darf. Danke, dass ich für deinen Kanal dabei sein darf. Ja, eine mega Freude. Ja. Sag mal, was denkst du jetzt, ist eigentlich so der grundlegendste Fehler oder mal so ein Tipp für jeden Golfer? Also was ich wirklich fast immer sehe, ist, dass die Golfer Probleme mit dem Griff haben. Und zwar der absolute Klassiker ist, dass die Golfer den Schläger zu weit in der Handfläche greifen und die vordere Hand zu weit in diese Richtung ausgedreht haben, also gegen den Uhrzeigersinn ausgedreht haben. Ja. Und das Problem dabei ist, dass man hier keine Flexibilität hat im Handgelenk. Das heißt, wenn man jetzt hier winkeln möchte, geht es nicht wirklich, man kommt hier nicht wirklich rauf, man ist blockiert. Und das Problem ist, dass man dann beginnt, dann auszuweichen und wenn wir dann das Handgelenk so einwärts drehen, was dann wiederum die Schlagfläche öffnet. Ja? Und da, das ist, würde ich sagen, ist das Übel für die ganzen Slice. Das ist das Problem, wo dann die anfangen, dass die Schwinger so von außen steil werden. Und es ist, sagen wir, nicht die Lösung für diese Probleme, aber es ist die absolute Voraussetzung. Ja? Und deswegen denke ich mir, muss man wirklich darauf achten, dass man einen ordentlichen Griff hat. Absolut. Basic Nummer 1, Verbindung, Körper, Schläger ist der Griff. Genau. Und wenn man den Griff jetzt hier richtig machen möchte, darf ich vielleicht vorschlagen, dass wir einfach Folgendes machen, dass du einfach den Schläger so nimmst hier und so hinlegst zu dem hinteren Fuß, dass die Schlagfläche zur Kamera schaut und legst es einfach so flach hin und schaut der Schläger in diese Richtung. Und von hier weg kann man super erstens mal zuschauen, wo man eigentlich ist und versucht ein bisschen mehr in die Finger zu greifen. Es fühlt sich fast so an, wie wenn ich mehr in den Finger bin und ja, wie man den Koffer fast aufhebe hier so. Ja. Und ich achte darauf, dass der Daumen mehr auf der rechten Seite als rechts ist, also auf dieser Seite ist. Und nehme ihn mal so hoch. Da bekommt man ein sehr entspanntes Gefühl in den Händen, in den Armen. Hat den Schläger mehr in Richtung Finger hier unten. Und wenn man das testen möchte, ja, dann braucht man nur die Hand ausstrecken, alle Finger weggeben bis auf den Zeigefinger. Und wenn er da hier liegen bleibt, ist perfekt. Ja. Und wenn man es falsch hat, dann wird er hier rausfliegen. Genau. Ja. Genau, und wichtig, glaube ich, ist auch, dass man das dann nicht zu leicht hält. Ja, man hört immer, leicht halten wie ein Vogel. Das Problem ist, wenn du das zu leicht hältst, dann rutscht der Schläger aus der Hand raus. Und also ein bisschen fester greifen. Vielen Dank, weil das habe ich schon so oft gehört mit der Zahnpastatube und mit dem kleinen Vogel und überhaupt. Man muss den Schläger, ich bin der Chef, ich möchte den Schläger in der Hand haben, oder? Ja, du musst schon Kontrolle über das Ding haben. Du schwingst das Ding ja mit 100, 120 km/h irgendwann einmal. Und wenn du den jetzt haltest wie ein kleines Vogel, dann fliegt er einfach davon. Ganz genau. Also du musst schon ein bisschen eine Kontrolle über das ganze Sportgerät haben. Um das nochmal klarzustellen, die Adern sollen natürlich nicht rausschauen. Nein, die platzen nicht. Die sollen nicht platzen. Aber da bin ich dir jetzt sehr dankbar, dass auch du das sagst. Wir sind uns sowieso eigentlich bei allem einer Meinung. Ja, sowieso. Eben auch das mit dem Hahn und vor allem mit den Fingern. Ich erkläre das immer so, dass man den an der Seite hängen lässt. Kann und dass machen, man ja. Genau. So, aber ganz wichtig ist halt einfach, dass der durch die Finger durchläuft. Viele greifen ja auch eigentlich von vorne. Es ist ja auch nicht so falsch, ja, dass man einfach so von vorne greift. Hauptsächlich in den Fingern. Also super, vielen Dank schon mal für diesen Tipp. Gut. So, jetzt bin ich dran. Bitteschön, was hast du für uns? Also ich gehe im Sommer wirklich viel auf den Platz mit meinen Schülern. Ja. Und was ich beobachten kann, ich kann dir gar nicht genau eine Prozentzahl sagen, aber es ist immens. Also ich möchte mal sagen, von 100 mindestens 98, 99 stehen rechts. Ich rede jetzt von den Rechtshändern, gell? Also halt, sprich, sie stehen geschlossen. Das heißt, wenn das Ziel ist quasi, ich lege meinen Schläger am Boden einfach hin, ja, und das ist die Richtung hier. Genau. Meinte Martina quasi, dass man quasi schief steht, ja? Genau. So, jetzt ist es ja den meisten nicht bewusst, weil es ihnen auch selten erklärt wird, dass ja der Schläger, jetzt nehme ich mal den Ball, dass der Schläger, also das Schlägerblatt, zum Ziel schauen muss und die Füße stehen parallel dazu. Ja. Was die meisten machen, sie stellen ihren Körper aufs Ziel. So, und wenn ich jetzt mit dem Körper aufs Ziel und die Schulter aufs Ziel, dann stehe ich de facto geschlossen da. Richtig, ja. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Grund ist, warum so extrem viele Golfer von dieser Outside-In-Kurve geplagt werden, weil sie halt einfach irgendwann unbewusst anfangen zu korrigieren. Sie wollen nicht immer nach rechts schlagen, auch mal geradeaus. Was meinst du? Ja, also ich sage prinzipiell ja, absolut. Das ist sicherlich etwas, wo man dann beginnt, irgendwas korrigieren zu wollen. Aber
ich glaube, es geht auch ein bisschen auch um die Absicht. Wenn du natürlich weißt, dass du dich ein bisschen nach rechts ausrichtest, damit du den Schläger wirklich ein bisschen mehr von der Innenseite bringst, zum Beispiel als Golfer, dann kann das eine gute Maßnahme sein, aber dann ist es auch eine bewusste Maßnahme. Genau. Du redest dabei von einer unbewussten Ganz Maßnahme, genau. dass die Leute unbewusst nach rechts stehen. Okay? Das heißt, da geht es, glaube ich, eher um die Absicht. Ja, ja, und ich meine, es ist ja wirklich, wenn es nur total ist, also wenn es wirklich nur ein bisschen ist, ist es ja auch nicht so tragisch. Nicht, ist nicht, ja? Ja. Aber wenn ich dann teilweise wirklich den Schläger mal zu den Füßen runterlege und es wirklich 30, 40 Meter rechts zeigt, dann wird es halt schon ein bisschen problematisch, wenn nicht sogar dramatisch. Ja. Ja? Also das ist was, wo ich sage, das einmal wirklich üben, dass die Schlagfläche zum Ziel geht und die Füße parallel. Und nicht so, wie meine Oma das früher gemacht hat, die dann einfach mit, ja, das stimmt doch alles, das passt. Ja, also so wirklich, wenn man irgendwas macht, dann vor den Fußspitzen und dann einigermaßen mal so seine Korrektur suchen. Ja, genau. Das finde ich eine ganz gute Maßnahme, weil, also das kann ich wirklich behaupten, die meisten stehen, für die Rechtshänder ist natürlich rechts, die Linkshänder andersrum. Ja, vielleicht auch ein kleiner Tipp noch, wenn wir schon dabei sind. Also ich finde auch sehr gut zum Beispiel, dass wenn man sich hinstellt, ja, ich mache das jetzt Richtung Kamera, und man steht jetzt unabsichtlich zu weit nach rechts als Rechtshänder und man hat die Schulterlinie jetzt in diese Richtung hier und ich gebe einfach her und tue den Arm einfach ausstrecken und schaue, wo der hinzeigt, dann sehe ich eigentlich genau, wo ich hinziele. Ja, genau, das, ja, ist, direkt, das, okay? ist, das ist gut. So, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier gerade stehe und ich sage, okay, Arm raus, aha, darüber. Also das ist vielleicht ein kleiner Trick, wenn man sich nicht sicher ist, ob man richtig steht. Again what learned. Absolut. So, jetzt haben wir zwei. Wir haben einen Griff, wir haben Ausrichtung. Was haben wir noch? Ja, eigentlich muss ich sagen, weißt du, vor lauter Technik vergisst man ja oft, dass es oft die einfachsten Sachen sind. Und zwar, ich finde, dass einer der wirklich der größten Probleme ist, die Golfer haben, ist, dass sie die Absicht nicht haben, die richtige Absicht haben. Sprich, keine Aufmerksamkeit dem schenken, was eigentlich passieren soll. Und zwar nämlich, dass beim Eisenschlag zum Beispiel der Ball zuerst getroffen wird und dann der Boden, dass die Absicht besteht, die Schlagfläche auch einigermaßen gerade hinzubringen, dass man auch die Absicht hat, die Schwungbahn einigermaßen neutral hinzubekommen. Ja, oft macht man irgendwelche Schwünge und vielleicht hat man auch irgendwelche guten Tipps gehört oder gut gemeinten Tipps gehört, aber man schwingt dann dahin und so weiter und versucht halt, keine Ahnung, Geschwindigkeit aufzubauen oder die Technik tatsächlich besser zu machen. Aber diese ganzen Technikverbesserungen, die man hier macht, dienen nur einer Sache. Und zwar, wie komme ich besser zum Ball? Ja, und das vergessen manche. Und da ist es oft gar nicht so entscheidend, wie gut ist die Technik, sondern wie gut schaffe ich es, wieder das herzustellen. Das heißt, ich arbeite wirklich sehr bewusst mit meinen Schülern, dass sie sozusagen auch Bälle schlagen, wo sie wirklich bemühen, auch schon beim Probeschwung, das ist schauen, okay, wo treffe ich den Boden, ich hole jetzt nicht aus, sonst erwische ich Martina, aber wo treffe ich den Boden, wie war die Schlagfläche. Und wir haben auch heute schon gesprochen darüber, wenn du auf der Profitour bist, ja, du hast ja selber jahrelang gespielt und ich habe ja auch einige Jahre verbracht und bin immer wieder dabei, auf der DP World Tour. Du siehst ja immer wieder die Pros, immer wieder trainieren auf der Range mit kleinen Schwüngen, mit sehr viel Aufmerksamkeit. Wo ist die Schlagfläche? Wo ist der tiefste Punkt im Schwung? Wie kommen sie durch den Ball durch? Und das sehe ich quasi beim Golfer überhaupt nicht. Sie sehen nur draufhauen, vielleicht einen Schwungtipp versuchen einzubauen, aber nicht diese volle Aufmerksamkeit. Also ich würde da viel mehr im Detail mit kleineren Bewegungen darauf achten, wie komme ich zum Ball, wie wird sich das anfühlen, wo treffe ich den Boden? Dann wird man mit der Bewegung wesentlich präziser. Ja, vor allem mal zu überlegen, wie passiert ein Divid nach dem Ball? Genau. Wie komme ich da eigentlich wirklich, also wie würde das eigentlich passieren? Weil, also ich bekomme immer Schnappatmung, wenn ich das dann schon wieder höre, jetzt bin ich nicht unter den Ball gekommen. Ja? Also der einzige Schläger, wo man ein bisschen unter den Ball kommt, ist vielleicht der Driver. Aber letztendlich... Das Sandwich beim Bunkerschlag, ja? So, aber letztendlich dieses Bewusstsein, wirklich den Ball von oben zu schlagen. Das war für mich als Kind zum Beispiel wahnsinnig schwierig zu verstehen. Ich muss von oben auf den Ball draufhauen, damit der in die Luft geht. Ja. Ist ja auch prinzipiell erst einmal unlogisch, aber dass der Schläger und der Loft das macht, das muss man sich halt einfach erst mal erklären lassen und dann auch verstehen. Genau. Also diese Absicht, sind wir wieder absolut einer Meinung. Yes. Sehr cool. Ja, ihr Lieben, also jetzt habt ihr mal unsere drei Haupttipps für euch. Wir sind beim Griff, wir sind bei der Ausrichtung von der Absicht, den Ball zu treffen. Natürlich, wenn der Ball am Boden liegt, braucht er andere Absicht, als wenn er hoch aufgetiet ist. Das haben wir ja schon bei ganz vielen anderen Videos erklärt. Jetzt hoffe ich auf jeden Fall, dass was für euch dabei war. Und falls ihr noch Fragen und irgendwas habt, natürlich immer gerne her damit. Ich beantworte alles. Und natürlich auch zum Christoph auf seinen Kanal schauen. Ein super Kanal mit ganz, ganz vielen wertvollen Tipps und Videos. Gell? Dankeschön, danke mit dir. Also vielen Dank, dass ich heute da sein durfte, lieber Christoph. Danke dir. Und es ist bestimmt nicht das letzte Mal gewesen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Üben. Bis bald. Macht's gut. Tschüss, Baba. Ciao.